Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mutant Year Zero. Heute aus der Knochen? Ach, verdammt. heute machen wir die Hundis platt. Und anscheinend können wir sie nicht von hinten angreifen, weil da der Anfang ist. Ja, geil. Gestern war geplant, dass wir die Hunde fertig machen, was wir auch machen werden. Nur wir müssen mal gucken, wie wir das anstellen, ob wir sie wirklich so leicht kriegen, wie ich es mir vorstelle. Die bewachen da hinten irgendwas, ne? Und ich sehe sie nicht mehr, seltsamerweise. Zonen, was? Alles klar, Jungs, wir drehen mal um. Was? Aber wo soll ich dann hin? Oder soll ich an denen vorbeischleichen? Kann gut sein, dass wir an denen vorbeischleichen müssen. Wir schauen uns hier mal ganz kurz um. Hier liegt ja auch offensichtlich noch ein bisschen was. Werkzeugschrott. Ja, scheiße, würde ich sagen. Wir haben ein Problem. Wir wissen zwar... Okay. Achso, da war ein Baumstamm, habe ich nicht gesehen. Wir wissen zwar, dass hinten Zonenhunde sind, aber wir wissen nicht, wo wir lang müssen. Ich vermute fast, dass wir an den Zonenhunden vorbei müssen. Dass wir später zu denen zurückkehren. Auf welchem Level waren nochmal die, die am Anfang waren? Ich weiß das nicht mehr. Die waren doch auch 26, oder? Ich weiß nicht, ob ich mich da schon hintrauen kann. Müssen wir gucken. Aber es sieht so aus, als hätten wir hier alles wirklich eingesammelt. Okay, dann würde ich sagen, schleichen wir uns tatsächlich mal an den Hunden vorbei. Wieso habe ich sie gestern in der Aufnahme gesehen? Jetzt sehe ich sie nicht mehr. Ich meine, jetzt habe ich den Punkt da, weil ich da hingelaufen bin, ja. Seltsam. Na gut, ich glaube, ich sehe hier nichts mehr funkeln. Eigentlich hatte ich ja vor, die Hunde fertig zu machen. Das kann ich vergessen. Die haben viel zu viel Leben. Wie viel Leben hatten die? Unendlich. Sehr viel. Zu viel. Kann ich überhaupt an denen vorbeischleichen? 26 Leben. Wir gucken mal, was möglich ist. Ich sollte abspeichern vorher. Auch wenn ich gerade erst gespeichert habe. Oh oh. Ich glaube, ich sitze hier jetzt ein bisschen fest. Okay, der kommt nicht näher. Alles klar. Ich kann mich hier nicht vorbeischleichen, das kannst du vergessen. Oh Gott, ich steck fest! Guck mal, wie viel Schaden wir machen. Hoppala. Au, oh, die machen immer viel Schaden, die sind zu dritt. Ich will nur gucken, wie viel Schaden ich machen würde mit einem Schuss. Es geht eigentlich. Nur das Problem ist, dass sie zu dritt sind. Gut. Doof gelaufen. Gut, dass ich gespeichert habe. Aber wo zum Teufel soll ich hin? Wir gucken mal auf die Karte. Das ist fraglich. Das ist echt fraglich. Erstmal gehen wir schön zurück. Lauf, Zero. Lauf um dein Leben. So. Okay. Gucken wir mal. Was sagt hier die Zonenkarte? Hammond befreien. Ja, wo ist denn Hammond? Eventuell müssen wir zu den Eisenbahnschienen, ja. Aber was sollte dann Isa und Falla? Dieses zerstörte Gebäude ziert der Schriftzug Kebab und Falafel. In der Zone gab es viele dieser Einrichtungen. Wozu sie gebraucht wurden, weiß niemand mehr. Aber Stalker neigen dazu, sie aufgrund des starken Verwesungsgeruchs zu meiden. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, wo ich hin muss. Da ist ja offensichtlich nichts mehr. Halt, kann ich mich jetzt dran vorbeischleichen? Nee, da ist noch ein anderer Hund.
Okay. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zurück zur Arche. Wir haben ja da ein bisschen Zeug eingesammelt und dann gucken wir mal, dass wir über den Eisenbahnschienen vielleicht in die andere Richtung können. Oder die Eisenschlange, besser gesagt. Die wissen ja nicht, dass das Eisenbahnschienen sind. Okay, erstmal in Pips Bar. So. Ja. Die Hälfte haben wir, ne? Dann kriegen wir nicht alles zusammen. Gegen mechanische Gegner erhöht Granatenschaden und verbessert Medikit zum 3 TP. Dann gehen wir erstmal hierauf. Vielleicht können wir dann schon direkt darauf gehen. Müsste eigentlich. Na gut. Das Bastelstübchen. Ich will nur meine Sachen angucken. Gut, das bringt schon mal nichts. Wie viele Waffenteile haben wir? 71. Ich könnte einen auf Stufe 3 verbessern. Wer ist da der beste Sniper hier? 5. 5. 5. Kritisch 7. 7. Sind eigentlich alle gleich. Wobei der hier hat einen kritischen von 25%. Ja, was würde mir das denn bringen hier? 6,8. 6,8. Ah, ich weiß nicht. Ja, würde ich sagen, machen wir den hier zuerst. Kaboom! Take it easy. Da fällt mir ein. Weiß ja nicht, ich bin. Ja, gut. Das könnte ich eigentlich auch verbessern. Ja, an die habe ich gar nicht gedacht. Ja, weil es auch nicht so viel gibt für die. Der Feldwechsler. Also Madame trägt Rambo. Ach, die hat vorher den Feldwechsler getragen. Na komm, zerlegen wir die Scheiße hier. So sieht's aus. Können wir fast schon den hier verbessern, aber nur fast. So. Gehen wir in den Laden. Welcome. If you want zone gear, I've got it. Bye. Wieso kann ich mir den Scheiß kaufen? Ist doch genau dasselbe wie der hier, ne? Nee. No, ist anders. We don't give a stalker discount. Keep your head screwed on. Weißt du was, ich verbrauch sowieso mein Geld nicht. Da kaufen wir uns wenigstens hier die Waffe. Later, Gator. So. Und dann gucken wir mal. Ist wirklich anders. Munition 1, ja, Reichweite 10. 10. Der hat ja 5, 7. Er ist auf Stufe 2. 5, 6. Ja, die ist doch schlechter. Hä? Oder nee, ist sie nicht. Die hat mehr kritischen, oder? Nee, hat sie auch nicht. Okay. Tun wir einfach mal so, als wäre das Ding gut gewesen. Gut, die Zone. Wir gehen zur... Ja, Eisenschlange. Ach, Hammond ist da unten. Guckt's euch an. Jetzt sehen wir es. Ah. Es ist hell. Nee, es ist neblig. Neuer Schauplatz entdeckt die Eisenschlange. Ist es neu? I heard of these before. Never saw them. Weird how they're all connected. They got wheels. A lot of them. These things moved?
Something's not right here. Look alive. We got company. Okay, da sind schon mal Leute. Was bist du denn für einer? They were smaller in the old days, dumber too. We got no weapons. Zoo dogs got no weapons in the paws. We are the kings of the zoo. Not there. Then go to the zoo dog and tell that to his face. You want to get eaten like Skeezel, Bam Bam, and Treepo? Go for it. Yeah, yeah, make fun of me. Go ahead, then. Bad claws. Okay, wir schauen uns aber erstmal wieder um. Was? Nein, ich habe Hinterhalt gedrückt. Leute, kommt her. Ich wollte eigentlich meine Taschenlampe anmachen. Ist ja lustig, wie der Nebel da näher kommt. Was würde es bringen, hier rauf zu gehen? Wahrscheinlich nix. There's at least one, maybe two zone dogs in the immediate area. And they are hungry. No one throw a bone. Ja, das ist Pech für die. Sehe ich da was glitzern? Ja. Können wir alles gut brauchen, jetzt wo ich mein Geld verschleudert habe für eine Armbrust, die scheiße ist. Größter Fehler meines Lebens. Aber ich verschwende mein Geld ja eh nicht. Ich bin ja viel zu geizig in Spielen. Das ist immer mein allergrößtes Problem, ich bin geizig. Wenn ich seltene Items finde, nutze ich sie nicht. Wie keine Ahnung, so Raketenwerfer-Dingenskirchens, die irgendwie nur einen Schuss haben. Wo die Munition selten ist, dann denke ich mir einfach, nein, die Munition ist zu selten, um sie zu benutzen. Und dann sterbe ich lieber 20 Mal, um es irgendwann zu schaffen. Allerdings bringt mir das alles nichts. Was war das gerade? Achso, ich habe aus Versehen auf den Knopf hier gedrückt. Naja, wir haben hier zwei Durchgänge. Mein Ziel ist da. Aber die Fragezeichen reizen mich doch ein bisschen mehr. Guck mal, hier sind Gebäude. Ach, das ist die Bahn. So, this is like a house with wheels. That's not a bad idea, actually. Eigentlich nicht. Nur leider ist das ein Zug. Wir können uns hier auf jeden Fall verkriechen. Und zumindest gegen den Fetten da zu kämpfen, wenn wir später alleine sind. Draußen liegt da noch was und da ist auch noch Schrott. Ein Zonenhund. Aber der sieht ziemlich alleine aus. Eine Rüstung. Axtkriegerwaffe. Nach dem Studium einer mysteriösen Silberscheiben. Was? Nach dem Studium einiger mysteriöser Silberscheiben, die in den Ruinen der Altvorderen gefunden wurden, kommen die Chronisten zu dem Schluss, dass sich hierbei um die Waffe langhaariger Axtkrieger gehandelt haben muss. Diese elektrisch betriebenen Waffen waren offenbar vergleichsweise schwer, da sie an einem robusten Gurt befestigt und über Schulter getragen wurden. Die Äxte selbst gibt es leider nicht mehr, aber der Geist dieser vor langer Zeit ausgestorbenen Metalheads lebt weiter. Ich weiß gar nicht, zu was das gehört. Schleierhaft. Aber wir haben eine fette Rüstung bekommen. Die Bormin tragen möchte, habe ich gehört. Träger immun gegen Sturmangriffe. Machen wir das so. Dann bekommst du den. Weil Bormin wäre ja derjenige, der immer vorne ist. Ach, guck mal, der Hund. Ich glaube, ich habe mich rechtzeitig versteckt, oder? Gucken wir mal, ansonsten muss ich laden. Ach, die Armbrust hat sogar zwei Schuss. Nee, doch nicht. Die hat nur einen Schuss. Now it's getting fun. Oh, der hat aber viel HP. Oh, der bellt jetzt aber nicht, oder? Back off!
Na gut, das hat keinen Sinn. Hm. Solange mich die anderen nicht hören, ist alles gut. Nicht bellen, nicht bellen, nicht bellen, nicht bellen. Alles ist gut. Aha. Oh, scheiße. Na gut, der braucht wahrscheinlich noch ein paar Jahre bis zu mir. Ah, nein. Mutterzonenhund. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Wir kriegen das hin, Leute. Wir kriegen das hin. Ist alles gar kein Problem. Jetzt einen kritischen Treffer zu landen, wäre natürlich ideal. Aber es geht. Ach komm, der war direkt vor dir, Junge. Ich hoffe, ich kann die Mutti umstoßen. Yeah. You finally figured out how to use that thing. Wieso kannst du dich hier... Ach, Bormin ist im Weg. Oh, holy shit. Okay. Wenn wir da hinlaufen mit Selma, können wir ihn treffen. Oh, das Mutter geht hier, ey. Leider. Ja, das können wir hinkriegen. Oh nein. Oh shit. Aber was machen wir denn? Ich gehe auf Mutti. Was sollte das denn? Das ging ja mal tierisch in die Hose. Und die Hunde da rechts, die stören mich jetzt schon. Gehen wir mal hier hin. Oh, ich habe nicht nachgeladen. Aber ich kann damit nochmal schießen. Ja, Mutti zu treffen wird schwer. Aber sie brennt tatsächlich sogar. Okay, du hast ja eine ordentliche Reichweite, ne? Du kannst den Typen da hinten sogar treffen. Aber Mutti wäre noch besser. Aber du bleibst mal da. Du bist nämlich noch derjenige, der versteckt ist. Dann schieß mal. Autsch. Oh Scheiße, ich habe jetzt ein richtiges Problem. Oh mein Gott. Okay, alles gar kein Problem. Wir nehmen Bormin in die Hand. Und du wirst erstmal Mutti umstoßen. Falls das geht. Ja, es hat funktioniert. Leider ist meine Deckung auch weg. Mutti ist nicht sichtbar. Oh, Mist. Doch. Wir machen Mutti fertig und dann kümmern wir uns um den Rest. Falls möglich. Wir laufen einfach mal so weit weg wie möglich von denen. Dann wird Mutti getötet. Bye. Call me. Good stuff. Okay, jetzt pro Runde einen von den Hunden. Das wäre ideal. Haha. Aha, genau, den könnt ihr angreifen. Nein, nicht Dax. Okay. Ich würde tatsächlich gerne eine Granate werfen. Am besten auf die beiden. Aber ich habe keine Brandgranate, oder? Doch, Molotow. Das ist mein Molotow. Alles klar. Dann werfen wir mal einen Molotow. Brennt, ihr Schweine. Greift ruhig weiter Bormin an. Ah, es ist gut, Alter, das ist gut. Was machst du jetzt? Oh, das ist perfekt.
Habe ich eigentlich schon mal geschafft zu heilen? Also ich müsste mit Selma da leider hinrennen. Okay. Doof nur, dass sie durchs Feuer gelaufen ist, aber gut. Sehr schön. Bormin blockt das alles richtig schön ab. Das gefällt mir. Und sie kann sogar noch schießen? Achso, ja klar. So, einmal nachladen bitte. Ich frage mich, ob das mit diesen Elite-Hunden auch funktioniert, dass er die blockt. Die neue Rüstung ist anscheinend gut gegen die Hunde, weil die wollen mich, glaube ich, immer umstoßen, ne? Das scheint so. Ja, das ist schön für dich. Was ein Glück mit meinem Bormin. Junge, Junge, Junge. Vor allem ist deine Fähigkeit wieder bereit, ne? Das Umstoßen. Alter! Ich bin so ein Lucky Kind. Es ist unglaublich. Ah. Nice. Alter, wie ich die fertig gemacht habe. Dämliche Mutti, ey. Was hörst du davon, wenn du dich mit mir anlegst? Mit Bormin ist nicht zu spaßen, er ist ein richtig guter Tank. Geilo. Ah, hier geht's weiter. Da, wo wir sogar hin müssen. Aber ich verzieh mich doch hier nicht, wenn ich die umbringen kann. Ganz klar, dass ich die fertig mache, die Jungs. Außerdem wollte ich sowieso ins andere Gebiet einmal kurz reinschnuppern. Ah, das wäre dann hier. Noch eine Rüstung für mich. What do we have here? Ein Helm. Träger ist immun gegen Elektrizitätsschaden. Träger ist immun gegen Gedankenkontrolle. Oh. Kopfbedeckung, die nur den ausgeglichensten und weisesten Altvorderen verliehen wurde. Die von ihrem Stamm als Freidenker verehrt wurden. Ein komplexes System elektronischer Komponenten schützt den Träger vor elektrischen und übersinnlichen Kräften. Das ist ein Aluhut. Aber Bormin, den kannst du natürlich auch haben. Ist ja ganz klare Sache hier. Also was haben wir hier? Immun gegen kritische Treffer. Ich hatte zweimal eine Rüstung, die immun gegen... Oh, ist das bitter. Aber ich glaube, Gedankenkontrolle ist ganz gut. Eventuell werde ich das auf einen anderen ansetzen, aber die andere braucht momentan ihre Sniperhüte. Ne? Kritische Trefferchance von erhöhter Position und wenn versteckt. Ja, es ist schon nicht ohne. Du kriegst erstmal wieder ein. Ne, das ist eine Handgranate. Molotow. So. Cool. Das sind die einzigen Gegner hier, ne? Oh nein. Ein Jäger lungert hier noch rum. Bist du denn alleine? Du bist auf jeden Fall der Einzige, der sich bewegt. Das ist ein gutes Zeichen. Und da wir wissen, dass du hierher kommst, werden wir hier auf dich warten. Und zwar in der nächsten Folge, Freunde. Alter, was ich alles für Statuseffekte habe. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann machen wir die Jungs hier platt und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht nicht doch nochmal zu den Hunden gehen und mit Bormin quasi den Tank spielen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.